Wir sind zum letzten Mal hier auf diesem roten Sofa, heute an diesem Freitag. Genau, denn dem Montag der nächsten ARD-Morgenmagazin-Sendewoche kommen wir aus einem neuen Studio. Wir ziehen sozusagen von der eigenen Wohnung in die WG, muss man sagen. Denn dieses Studio teilen wir uns mit anderen Sendungen hier im Sender, im WDR. Und wir können Ihnen mal zeigen, was da passiert in diesem Studio. Da wird dann jede Nacht aufgebaut. Um 2 Uhr beginnt für das ARD-Morgenmagazin. Und dann werden Teppiche ausgerollt und Schränke und Tische hingestellt und Monitore. Damit dann um 5.30 Uhr die Sendung losgehen kann. Und tatsächlich nach der Sendung, wenn wir um 9 Uhr fertig sind, wird das alles wieder eingepackt, weil dann eben andere Kollegen in diesem Studio. Und so sieht unser MoMA, das Morgenmagazin, das erste am Morgen dann aus. Und wir haben uns gedacht, wir verschenken einfach mal was. Zu so einem Neustart, zu so einem Umzug. Genau. Kriegen Sie von uns so. MoMA hat sich ein paar Mal schon gehäutet auch. Und ein paar Erinnerungsstücke irgendwie an die verschiedenen Häutungen des MoMA sind da in diesem wunderbaren Beutel drin. Zum einen, das hier, ne? Das hier, da ist noch ein ganz altes Logo drauf. Das stimmt, das war von früher. Aber ist eine tolle Einkaufstasche. Ist super und hält ewig. Ewig. Das hält auch ewig. Nicht, dass Sie denken, das ist irgendwie Pappe, sondern das ist unser MoMA-to-go-Becher aus Porzellan. Ist da drin. Und einen Stift haben wir auch.